Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist dieses Arbeiten, wie ich Formen entsprechend kombiniere. Also wir haben ein Hilfsmittel, das heißt kombinieren, und dieses Hilfsmittel schauen wir uns an. Wie habe ich zum Beispiel auf dieser Person oder auf dieser Illustration diese Licht- und Schattenreflexe gemacht? Diese Licht- und Schattenreflexe machen eine Vektorillustration, die ja zunächst sehr flach ist. Wir schneiden ja eigentlich wie aus Tonpapier einzelne Flächen aus und bauen die zusammen. Dann kann ich eben auch noch diese Licht- und Schattenreflexe entsprechend setzen. Also hier habe ich eben so, ja, wo es in diese Schattenbereiche geht, einzelne Elemente, die hier genau reinpassen. Und warum passen die jetzt so perfekt? Ja, das ist ja Mordsarbeit, diesen Vektor entsprechend nachzuarbeiten. Und hier gleich schon ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle, wie ich hier sowas umsetze. Ich habe ihn im Powerclip gemacht. Wie man den macht, sehen wir nachher nochmal. Ich kann hier in diesen Powerclip rein und kann sagen, bearbeiten. Jetzt wird dieser Powerclip-Inhalt geöffnet und ich habe hier diese Gesichtsform, also alles, was jetzt diese Hautfarbe hat, die kann ich jetzt nehmen. Ich zeige es jetzt mal kurz. Das ist eine einzelne Fläche und die kann ich jetzt entsprechend durch Steuerung C, Steuerung V duplizieren. Und jetzt ganz frech nehme ich hier meine Pipette, nehme mir diese Schattenfarbe und klickt die in die Hautfarbe ein. Also jetzt habe ich auf der zweiten Fläche ein Objekt gemacht, das im Prinzip schon den Schattenbereich simuliert. Und jetzt machen wir nichts anderes, was wir vorhin gelernt haben. Wir machen eine Bézier-Kurve, die sich hier so in diesen Schattenbereich bewegt und soll mir aus diesem kompletten Gesicht wie eine Stanzform, nehmen wir mal an, das ist ein Teig, wie ein Förmchen beim Plätzlebacken, möchte ich diese Form von der anderen rausstanzen. Und jetzt brauche ich diesen Hilfsreiterform. Wenn mir dieser Hilfsreiter noch fehlt, kann ich jederzeit hier unten durch dieses kleine Plus diese zusätzlichen Programmtools ein- oder ausschalten. Alles, was hier ein Häkchen hat, wird seitlich angezeigt. Alles, was noch nicht mit einem Häkchen versehen ist, kann ich mir noch zuschalten. Und hier empfiehlt es sich, dieses Hilfsmittel Form zu öffnen und da in diesem Unterbereich sich das Zuschneidewerkzeug herauszunehmen, also zuschneiden. Das heißt, ich möchte dieses Objekt, es muss aktiv sein, also hier, von dem anderen wegschneiden. Das heißt, dieses Zuschneiden vom anderen. Und jetzt wird einfach diese Form weggestanzt von unserer Ursprungsform. Ich nehme das und lösche das. Und schon haben wir einen perfekt sitzenden Schatten genau übereinander gelegt. Klar, ich bin ja von derselben Form ausgegangen, die absolut exakt drüber liegt. Und so kann ich dieses ganze Gesicht mit Licht und Schatten füllen, um noch mehr, ja, Form herauszuarbeiten. Das ist der erste Trick auf dieser Seite. Das nächste, was wir uns anschauen, sind Formen zu verschmelzen. Haben wir vorhin schon gesehen, als wir unserem kleinen Apotheker einen Mund hingezaubert haben, den könnte ich einfach so, wie er ist, hier draufsetzen. Wenn es jetzt in den Druck geht, funktioniert das auch. Das kann so gedruckt werden. Alles perfekt. Sollte aber jetzt aus dieser Form vielleicht ein Folienplot sein, also dass das alles aus einzelnen Folien geschnitten wird, dann wird mir mein Folienplotter sagen, du bitte kombinier mir die Formen. Ich möchte nicht zwei einzelne Schwarzlappen zusammenkleben, wenn du das auch aus einer Form herausschneiden könntest. Jetzt hier gleich der Trick an der Stelle. Ich nehme diesen Mundform, stelle mal in den Zwischenspeicher durch Steuerung C, öffne jetzt hier meinen Powerclip und wir sehen uns das hier nochmal an, indem ich diese Form durch Steuerung V wieder einsetze. Und ich setze die mir hier ganz genau an die Stelle, an die ich jetzt hier dieses Objekt mit anfügen möchte. Und jetzt haben wir, Sie können sich es vielleicht schon denken, die Möglichkeit, das jetzt genau an diese Stelle hin zu positionieren. Und ich möchte jetzt aus diesen beiden Farben, also aus dieser, diese Oberlippe und Bart und dieser mit dem geöffneten Mund eine Form machen. Und es geht sehr einfach, indem ich dieses Objekt aktiviere und mache hier über den Hilfsmittel Form Dialog das Verschmelzen an und schweiße zu diesem Ding dieses zweite dazu. Und schon wird aus dieser Form eine einzige Form. Ich kann es schnell beweisen, indem ich es neben zur Seite ziehe. Sie sehen, es ist angefügt, zwar vorher nicht zusammen, auch gleich hier schon der Tipp, ich kann mir jederzeit die Ansicht ändern, indem ich diese Ansicht auf Umriss setze und schon kann ich mir diese ganzen Illustrationspfade, die wir hier angelegt haben, anschauen, wie bei so einem Malbuch sozusagen. Und hier ist also eine einzige Form entstanden, die entsprechend zusammengefügt wurde. Wir wechseln wieder auf Erweitert, verlassen unseren Powerclip und schon wissen wir, wie wir
Formelemente in Vektoren zusammenschmelzen können. Auch hier gleich schon der Tipp, hier gibt es noch sehr viel mehrere Sachen, die man dann auch gerne mal ausprobieren kann. Aber die zwei Freunde verschmelzen und zuschneiden, die brauche ich sehr oft in der Praxis. Und damit möchte ich sie auch ganz warm ans Herz legen. Mit denen kann man viel machen.